Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Transport Fever 2. Schön, dass du wieder dabei bist und mir hier zuschauen möchtest. Wir waren dabei stehen geblieben, dass wir uns, dass wir die Züge nochmal erweitert haben und wollten jetzt die neu erschienenen Züge hier austauschen. Wir haben neue Triebwagenzüge bekommen. Ich weiß nicht, ob die dann vielleicht günstiger sind oder nicht. Wir schauen das mal en Detail an. Wir sehen also hier wirklich, wie wir hier schön in die Verluste reingefahren sind. Wir haben auch nicht durch die neuen Züge jetzt irgendwie wesentlich mehr Einnahmen erzielt. Die Taktrate ist ohnehin... Wahrscheinlich mit zwei Zügen reichen da wahrscheinlich völlig aus. Das heißt, wir werden das jetzt mal probieren. Ein Fahrzeug verkaufen wir. Und die anderen tauschen wir aus. Und zwar... gegen diese Triebwagen. Bislang ist es so, das weiß ich nämlich gar nicht, gucken wir mal. Im Moment verdienen wir 2,7 Millionen. Verdienen. Haben wir Betriebskosten von 2,7 Millionen. Und können 42 Leute mitnehmen, was viel zu viel ist. Hier können wir 57 mitnehmen. 500.000 weniger kostet der. Und der Vorteil von dem hier ist, der hat eine sehr hohe Ladegeschwindigkeit. Das macht sich schon, sagen wir mal, bemerkbar. Außerdem wollen wir möglichst viele verschiedene Züge uns mal anschauen. Deswegen machen wir es mal so. In der Hoffnung, dass wir dann auf der Linie auch mal ein bisschen mehr Gewinne reinfahren. So, dann ein paar hässliche Stellen, das wollen wir auch immer zwischendurch machen, hatte ich gesagt. Ne, dass wir die mal so ein bisschen, während wir darauf warten, was hier passiert, dass wir die mal so ein bisschen ausbügeln. Ist natürlich, ne, also so eine Bahnstrecke wie ein Strich durch die Landschaft gezogen. Früher, als die Italiener hier in Deutschland die ganzen Strecken und die Brücken gebaut haben, gab es das häufig, ne? Dass also einfach nur so ein Bahndamm aufgeschüttet wurde, mitten durch die Landschaft gezogen. War natürlich nicht schön, räume ich ein. Ne? Jetzt, wo wir hier im Spiel quasi die Möglichkeit der unbegrenzten Ressourcen haben, sollten wir das vielleicht auch nutzen. So, da kommt der erste angefahren. Schauen wir uns mal an, den Kollegen. Auch ein schönes Modell, ne? Fährt auch hier 125. Ich meine, sehr viel schneller werden die auch nicht werden auf der Strecke hier. Da müssen wir höchstens mal schauen, ob wir da mit dem ÖPNV nochmal nachlegen müssten. Denn hier tut sich auch einiges. Sieht aber hier zumindest nicht so aus. Aber das Problem hier ist auch, und daran kann es auch schon liegen, dass die Haltestellen ganz veraltet sind. Guck mal, die kommen ja kaum noch überall hin. Privatverkehr, öffentlicher Verkehr. Guck mal, da wo hier die Haltestellen sind. Kann man aber auch nicht sagen, ne? Die nutzen das einfach nicht. So, würde ich mal sagen, wir setzen hier noch eine hin. Wir machen jetzt auch immer diese Doppelhaltestellen. Aus dem einfachen Grunde, dass ich möchte, dass die Fahrzeuge sich selber ausruhen können, von welcher Richtung die ranfahren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ist alles nicht erschlossen hier. Also wenn du hier was werden willst, ne, als Verkehrsmogul, dann musst du natürlich auch die ganzen Gebiete hier drin haben. So, dann würde ich jetzt einfach mal hier umbauen. Guck mal, das geht hier. Die Stadt ist schon viel, viel größer und das geht da immer noch da hinten rum. Das ist ja überhaupt nichts. So, lass mal den mal hier so lang fahren. Sieht eigentlich ganz gut aus.
Und dann auch mal schauen, ob wir dadurch direkt dann auch hier bei der Strecke, deswegen pinne ich das mal an, ob wir da auch eine Veränderung dann feststellen. Also zumindest bei der Transportiert-Statistik sollte sich das ja dann erheblich verbessern. Würde ich jetzt mal von ausgehen. So, und das gleiche gucken wir mal hier. Oh. So. So. Wo wir gerade davon sprechen, wir wollen es ein bisschen schöner machen. Wie sieht es denn hier aus mit ÖPNV? Oh. Ah ja, hier in Stromberg hatten wir ja wirklich das probiert, viel häufigere Haltestellen zu machen. Können wir auch mal schauen, ob das was gebracht hat. Ja, das Problem natürlich ist, dass also Gewinn bringt es nicht wirklich. Viel mehr Leute fahren dadurch jetzt, glaube ich, auch nicht damit. Also ein bisschen das Problem ist halt, durch so viele Stationen sind natürlich auch mehr Leute unterwegs, ne? Also länger unterwegs auch. Und das hier scheint mir schon fast eine zu viel zu sein. So, gucken wir mal. Linie verwalten. Vermutlich besser. So, hier sehe ich jetzt noch nicht so den Increase. Obwohl das schon ein bisschen mehr zu sein scheint im letzten Jahr. Und natürlich die Züge sind auch sehr langsam, weil die Strecke nicht optimal ist. Ne? Aber wir wollten das ja ein bisschen lebhafter haben. So, hier sind wieder die großen Fernzüge. Sind die voll? Ach, was frage ich eigentlich? Ja, hier ist halt die Überlegung, setzen wir noch einen weiteren Zug ein. Oder machen wir das erst, wenn neue Züge kommen? Obwohl hier natürlich jetzt auch mehr Verkehr entstehen dürfte. Mal schauen. So, wir wollen uns heute mal ein ganz neues Ziel widmen. Nämlich weitere Städte anschließen, die noch eine Anschließung bedürfen. Zum Beispiel hier Rothenburg. Und da sehe ich schon wieder graue Haare auf meinem Kopf wachsen. Haben wir hier noch ein freies Gleis? Nein. Können wir mit dem wechseln? Nein. Da habe ich eine Idee, wie wir das lösen. Ja. Pause. Ich weiß, das ist euer Lieblingsgeräusch. Das kann ich auch voll und ganz verstehen. So, machen wir Folgendes. Wir probieren mal Folgendes. So, da weiß ich jetzt ja nicht, ob das geht, deswegen bitte nicht schlagen. Auch nicht mit Schwung. Wir schließen das da an. Und das war, glaube ich, ein freies Gleis, ne?
So, bei dieser Strecke gehe ich jetzt mal auf den expliziten Wunsch ein, dass wir uns noch mal ein bisschen die Landschaft angucken und wirklich gemäß der Landschaft bauen. Das heißt, wir werden jetzt mit der Bahnstrecke hier um das Gelände drumherum fahren. Gewinnbringend wird das dann wahrscheinlich nicht sein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Habe ich das falsch angeschlossen? Nee, der müsste hier eigentlich raus. Kann er nur vielleicht nicht, weil das jetzt hier dran ist. Nee, geht. Okay. Aber dann so eine Ecke ist schon wieder schön hier, ne? Gut. Was hat er hier? Achso, müssen wir das gleich noch umlegen. Linie verwalten. So, dann müssen wir in Braunschweig auf Gleis Nummer 5. So, dann geht das hier rum. Und jetzt müssen wir irgendwie uns hier durch das Gelände schlängeln. Wie gesagt, das ist ausdrücklicher Zuschauerwunsch. Machen wir mal. Ist ja nichts Schlimmes dabei. Sieht ja auch schön aus. Guck mal. Ist natürlich, wenn man diese kleineren Abschnitte baut, dann sieht die Strecke natürlich auch zackelig aus. Aber das ist in dem Fall jetzt auch mal gewünscht. Natürlich da, wo es gerade geht, dann machen wir das auch. Aber natürlich, ne? Also wenn ich überlege, bei den Regionallinien aus meiner Heimat, wenn man das da so gemacht hätte, dass man überall, sagen wir mal, hätte Tunnel hingebaut, dann wäre die wahrscheinlich viel eher stillgelegt worden. Und man hätte nicht diese wunderschöne Landschaftsbahn gehabt, wie es einmal war. Ja, das stimmt natürlich. So, wo schließen wir denn hier den Bahnhof an? Kopfbahnhof. 320 Meter. Oder so. Machen wir mal so. Ist angeschlossen, ne? Ja. Gut. Ich hab schon wieder vergessen. Oh. Nein, doch. Oh. Ich vergesse es jedes Mal. Ich weiß gar nicht warum. So. Das Witzige ist, Oberleitungen sind immer dran, aber der Rest nicht. Der Typ ist echt so verwirrt manchmal. Gut. Ja, da schlängelt sich sie durch, diese Linie. Links sind wir unterwegs. So, und dann hoffe ich, dass jetzt da auch nochmal wieder wir den einen oder anderen glücklich gemacht haben. Wir können sogar hier noch ein bisschen mehr, ne, dem Gelände anpassen. Warum denn nicht? Das hier wird sich wahrscheinlich nicht ganz vermeiden lassen.
Aber wir tun einfach mal so, als hätte es keiner gesehen. Sehr schön. Ich kann es natürlich direkt zweigleisig machen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Züge wir da jetzt einsetzen sollen. Könnte aber sogar schon im normalen Verkehr schon mal wieder weiterlaufen lassen. So. Wahrscheinlich werde ich auch mal mit dem roten Blitz erstmal starten. Der ja nicht roter Blitz heißt. Ich sag das nur immer. So, und dann frage ich mich, ob wir noch ein Depot hier reinbekommen. Ein Doppeldepot. Aber das schauen wir uns an in der nächsten Folge und werfen noch einen Blick auf den, ja, alten neuen Hauptbahnhof. Meine Impression.